Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Wir befinden uns im europäischen Norden, in Lappland, 800 Kilometer von der finnischen Hauptstadt Helsinki entfernt. In dieser rauen Wildnis sind die Rentiere zu Hause. Rund 200.000 suchen hier im Winter nach Futter, um zu überleben. This year has been quite a good year because there have been no ice layers. In diesem Jahr hatten wir keine Probleme, denn es gab in den Wäldern keine Eisschichten. Aber vor einigen Jahren war das anders. Da hatten wir Schnee und als anschließend Regen dazu kam, bildete sich eine Eisschicht unter dem Schnee und für die Rentiere war es schwer, Futter zu finden. In diesem strengen Klima bilden Schnee und Eis auch im Frühling eine manchmal ungünstige Mixtur für die Bewohner dieser Region. Aber Satelliten können hier in Zukunft das Überleben erleichtern. Und zwar mit Hilfe des Programms Polar View von der ESRIN, der Europäischen Weltraumorganisation. In Polar View versuchen wir unter anderem Eis- und Schneekarten für bestimmte Regionen zu erstellen, so zum Beispiel für Norwegen oder Finnland. Für große Zonen, wo kaum jemand lebt. Insofern gibt es dort keine Informationen. Aber mit unseren Satelliten können wir herausfinden, wo der Schnee wieder geschmolzen ist oder ob Neuschnee oder Eis den Boden bedeckt. Das sind sehr wichtige Informationen. Die ESA beobachtet mit zahlreichen Satelliten die Klimaveränderungen auf unserem Planeten. Beim ESRIN in Frascati bei Rom laufen die Daten ein und werden ausgewertet. Zu diesem Zweck reist Envisat 800 Kilometer über der Erde. Quasi an Bord dieses knapp 8 Tonnen schweren Umweltsatelliten befinden sich verschiedene Systeme, die unterschiedliche Messtechniken nutzen. Mit einer Inklination von 98 Grad überfliegt Envisat jeden Ort auf der Erde im Abstand von 35 Tagen. Mit Gesamtkosten von 2,3 Milliarden Euro ist er der bisher teuerste Satellit der ESA. Und auch auf der Erde werden Daten entnommen, wie zum Beispiel hier die Schneetiefe und Beschaffenheit von Mitarbeitern des Meteorologischen Instituts in Finnland, dem FMI. Normalerweise überprüfen wir Schnee und Eis zweimal pro Woche, aber es gibt Phasen, zum Beispiel im Frühling, wo wir das für größere Zonen mehrmals täglich machen. Und dann können wir die Daten mit unseren Satelliten kalibrieren. In Frascati werden die Befunde des Teams von Volker Liebig und von den Satelliten zusammengeführt. Das FMI gehört zu den wichtigsten Empfängern dieses Services. Das Miteinander ist hier sehr wichtig, auch um wichtige Daten für die Zukunft zusammenzustellen. Es gibt eine sehr gute Koordination mit denen, die unsere Recherchen anwenden. Denn die Daten, die wir empfangen, sind die eine Sache. Diese dann auch auszuwerten, ist das andere und natürlich mindestens genauso wichtig. Weltweit arbeiten Institute mit dem ESRIN zusammen. Natürlich auch, weil sie andererseits von dem Service aus Italien profitieren. Es ist ein Geben und Nehmen. Die korrigierten Daten können dann von allen abgerufen und genutzt werden, wer auch immer diese Schnee- und Eiskarten für sich benötigt. Unser Ziel ist natürlich, mit Hilfe der Satellitendaten zuverlässige Karten zu erstellen, mit den entsprechenden Eigenschaften des Schnees in diesen Bereichen. Es gibt auch andere Projekte, wo wir mit einbezogen worden sind, wie Polar View. Da werden unsere Ergebnisse zum Beispiel per Internet an die Anwender weitergeleitet. Bei unvorteilhafter Schneedecke werden die Rentiere also von den Bauern gefüttert. Aber bei positiven Meldungen des ESRIN über den Boden dürfen diese dann so schnell wie möglich wieder raus auf die Wiese. Im Frühling brauchen wir die Information, wo wir schneefreies Land vorfinden können. Wenn wir das wissen, können unsere Rentiere dort weiden. We can release these reindeers to the forest site. Um diese Vielzahl an Daten auch greifbar zu machen, müssen sie irgendwo gesammelt werden, auch für die späteren Jahre. Um das zu gewährleisten, kümmern sich Informatiker um das geeignete System.
Wir haben die Klimawechselinitiative gestartet. Die Wissenschaft benötigt Parameter von Langzeitüberwachungen. Nun versuchen wir, das Angefragte zu liefern, auch mit unseren Archiven, also den Daten aus der Vergangenheit. Aber auch mit unseren neuen Daten, um die grundlegenden Klimadaten herauszufinden, also ähnlich dem, was man zuvor in der Meteorologie geschaffen hat. Dort hat man sich 1870 dazu entschlossen, alle Daten zu sammeln, und nun kann man diese miteinander vergleichen. Nur dadurch wissen wir jetzt, dass wir eine Klimaerwärmung haben. Anssi Kiiskinen verdient sich nebenbei den einen oder anderen Euro extra, indem er Touristen durch seine Region führt, zum Beispiel auf dem so beliebten Rentierschlitten. Aber sein Hauptberuf bleibt der des Bauern, und insofern haben die Informationen des Esrin für ihn inzwischen eine lebenswichtige Bedeutung. There's coming some snow and then it's raining. Wenn nach dem Schneefall der Regen kommt, bedeutet das, dass unser Land mit Eis bedeckt ist und die Rentiere auf dem Boden keine Nahrung finden. Wenn ich das nun schon vorher weiß, hilft es mir, denn ich muss dann meine Rentiere zusammentreiben und sie ins Gehege schicken. Ich muss sie also wieder füttern. Die Wissenschaft dient mit ihren Daten den Einwohnern. Das ist die Idee verschiedener Programme der Satellitenbeobachtung des Esrin, und das bei aller Ursprünglichkeit vor Ort. Earth Observation has a very strong science pillar. Die Erdbeobachtung stellt einen sehr wichtigen Wissenschaftsbereich dar. Und jetzt befinden wir uns gerade in dem Prozess, diese Beobachtungen auch in Dienstleistungen zu transformieren. Dafür bedürfen wir aber auch der Europäischen Kommission. Diese ist ja auch für die Umweltpolitik verantwortlich, auch für die Außenpolitik, Sicherheitspolitik und so weiter. Für all das kann man unseren Service gut gebrauchen. Wenn die Kommission uns unterstützt, können wir auch Daten für die nächsten Jahrzehnte liefern. Der Planet Erde ist nicht immer friedlich und das Wetter ist auch nicht immer mild. Damit heftige Stürme oder eisige Temperaturen nicht immer im Desaster enden, will das Europäische Institut für Weltraumforschung, ESRIN, verstärkt vor diesen Ereignissen warnen. Und davon profitieren alle.